Heute will ich euch etwas über das Hotel Cecil erzählen. Und ganz kleine Anmerkung vorher, in meiner Darstellung von den Kriminalfällen, die jetzt hier auch dabei sind, habe ich mich auf das Wichtigste beschränkt, weil es normalerweise noch viel mehr zu erzählen gibt. Und ich denke, es gibt auch einige unter euch, die darüber auch sehr viel wissen, aber das hätte heute den Rahmen des Hotels, des Themas Hotel Cecil gesprengt. Ja, es heißt Cecil, ich habe es auch nicht gedacht. Ich dachte Cecil, aber Cecil, so sprechen die es in allen Dokumentationen aus. Los geht's. In der beliebten Innenstadt von Los Angeles steht eines der berüchtigsten Gebäude der modernen Horrorgeschichte. Das Hotel Cecil. Seit der Eröffnung im Jahr 1927 ist das Hotel der Mittelpunkt von mysteriösen Ereignissen. Ungeklärte Tode, rätselhafte Selbstmorde, paranormale Ereignisse und ein Wohnort für berüchtigte Serienmörder. Sie alle geben dem Hotel eine düstere Aura, das ihm einen beispiellosen Ruf unter Horrorfans gegeben hat. Im Jahr 1924 begannen die Bauarbeiten des 19-stöckigen Hotels. Es sollte eine prunkvolle Anlaufstelle für Geschäftsreisende der sozialen Elite werden. 1 Million US-Dollar kostete der Bau des Hotels mit insgesamt 700 Zimmern, einer Marmorlobby, opulenten Buntglasfenstern und herrschaftlichen Treppenaufgängen. Im Jahr 1927 wurde das Hotel im Art Deco-Stil eröffnet, doch nur 2 Jahre konnte der luxuriöse Prunk des Hotels anhalten. 1929 stürzte die gesamte Welt in die Weltwirtschaftskrise. Auch Los Angeles war von den Folgen der Krise betroffen. Die Umgebung des Cecil Hotels wurde als Skid Row bekannt. Dort lebten tausende Obdachlose und auch das Hotel wurde zur Anlaufstelle für Junkies, Kriminelle und Ausreißer. Bis heute wirkt das Cecil Hotel als, ja, wie ein Tor, zum düsteren Los Angeles. Das Hotel liegt am Rande von Downtown LA. Direkt dahinter beginnt der Bezirk Skid Row, dessen Stadtbild bis heute Obdachlosigkeit, Prostitution und eine hohe Kriminalität bestimmt. Dies mag einer der Gründe sein, warum sich der österreichische Serienmörder Jack Unterweger in den 1990er Jahren in das Hotel zog. Für seine journalistische Recherche interviewte er Prostituierte in Los Angeles und tötete 3 von ihnen. Doch er bezog das Cecil Hotel nicht nur wegen der Nähe zur Skid Row. Er wollte einem der bekanntesten US-Serienmörder nacheifern, Richard Ramirez. Er lebte in den 1980er Jahren im Hotel Cecil. Wer übrigens ein bisschen mehr über Jack Unterweger wissen möchte, ich habe eine ganze Crime-Time-Folge dazu gemacht, die ist auch online. Guckt einfach auf YouTube Jack Unterweger, Kathi Winter, Crime-Time. Ja, zwischen 1984 und 1995, ja, 84 und 85 versetzte ein Phantom ganz LA in Angst und Schrecken. Die Presse nannte ihn den Night Stalker. Er brach in Häuser ein, vergewaltigte Frauen, tötete seine Opfer im Schlaf und hinterließ satanische Zeichen. Ein Jahr brauchte die Polizei, um den Mann zu schnappen, der ganz Kalifornien in Atem hielt. Richard Ramirez. Dieser wurde in El Paso in Texas geboren und er war das jüngste Kind von 5 Geschwistern. Während seiner Kindheit erlitt er 2 schwere Kopfverletzungen, durch die er an epileptischen Anfällen litt. Ob diese Verletzungen in Zusammenhang mit seinen Taten standen, ist nicht bewiesen, aber wahrscheinlich. Seine Kindheit war düster. Mit 9 Jahren wurde er von seinem Lehrer sexuell missbraucht. Sein Vater war gewalttätig, auch Richard gegenüber. Schon als Kind floh er deshalb öfter von zu Hause und versteckte sich vor seinem Vater auf Friedhöfen.
Schon bald würde er magisch von ihnen angezogen werden. Mit 12 Jahren begann der verängstigte Ramirez mit seinem älteren Cousin, einem Vietnam-Veteran, abzuhängen. Sein Einfluss hätte auf den bereits auffälligen Richard nicht schlechter sein können. Er zeigte dem Jungen immer wieder Bilder aus dem Vietnamkrieg, auch wie sich Soldaten an den Frauen dort vergingen. Außerdem brachte er bei, wie man mit einem Messer tötet. Mit nur 13 Jahren wurde er selbst Zeuge davon, wie sein Cousin seine Frau umbrachte. Das war ein einschneidendes Erlebnis, was ihn allerdings nicht verstörte, sondern seine Aggressivität und Brutalität forcierte. Zu dieser Zeit begann sich Ramirez mehr und mehr mit dem Satanismus zu beschäftigen. Unter dem Einfluss seines Cousins, der für die Ermordung an seiner Frau nicht für schuldfähig erachtet wurde, entwickelte Ramirez eine Besessenheit von sexueller Gewalt. So wie es ihm sein Cousin aus dem Vietnamkrieg lehrte. Er beging Einbrüche und Diebstähle. Mit 16 Jahren versuchte er außerdem, eine junge Frau zu vergewaltigen. Im Jahr 1976 zog es Ramirez nach Kalifornien. Zuerst ließ er sich in San Francisco nieder, begann Drogen zu nehmen und seinen Lebensunterhalt mit Einbrüchen und Überfällen zu bestreiten. Er war mittlerweile richtig routiniert in dem, was er tat. Trotzdem gab es zahlreiche Strafanzeigen seiner Opfer, die ihn bei seinen Einbrüchen erwischten. Deshalb zog Ramirez weiter nach L.A. Dort ließ er sich im Cecil Hotel nieder und von dort aus begann er mit seiner Mordserie. Im Juni 1984 fanden die Polizisten eine vergewaltigte und ermordete 79-Jährige in ihrem Haus. Der Täter brach bei ihr ein und überraschte sein Opfer im Schlaf. Der Tatort zeigte eine ungeheure Brutalität auf. Erst im März des Jahres 1985 ereignete sich die nächste Tat, weshalb die Ermittler zunächst nicht davon ausgingen, dass es sich um einen und denselben Täter handelte. Ramirez überfiel eine Frau in ihrer Garage. Sie überlebte allerdings, doch ihre Mitbewohnerin wurde getötet. Mit dieser Tat schien der Blutrausch von Richard Ramirez nicht mehr zu stoppen zu sein. Noch am selben Abend tötete er eine 30-jährige Frau. Nach diesen Taten geriet ganz L.A. in Panik und die Zeitungen schrieben vom Nightstalker, der die Bevölkerung terrorisieren würde und Menschen mit äußerster Brutalität tötete. Nur 3 Tage später entführte und tötete Ramirez ein 8-jähriges Mädchen. Eine Woche danach tötete er ein Ehepaar. Hatte er es anfangs noch auf Frauen abgesehen, so war mittlerweile niemand mehr sicher vor dem Nightstalker. Seine Morde glichen dabei jedoch immer einem satanischen Ritual. Vergewaltigung, Folter, Mord. Das Alter und das Geschlecht war ihm vollkommen egal. Sicher war nur, dass er immer wieder in Südkalifornien zuschlug. Die Angst vor dem Nightstalker war im Jahr 1985 in der Bevölkerung Kaliforniens so groß, dass es einen immensen Anstieg an Waffenkäufen und Sicherheitssystemen gab. Auch die Polizei setzte alles daran, den unbekannten Täter zu finden. Das Polizeiaufkommen in Südkalifornien wurde verzehnfacht. Und eine Taskforce wurde eingerichtet, doch er schaffte es, weiter zu morden. Einige Überlebende des Nightstalkers konnten der Polizei eine Beschreibung des Täters geben. Außerdem konnte ein Zeuge das Kennzeichen des Autos erkennen, in dem der Nightstalker unterwegs war. Es handelte sich dabei um ein gestohlenes Fahrzeug, das im August 1985 ausfindig gemacht werden konnte. In ihm konnten sie Fingerabdrücke feststellen, die eine Übereinstimmung in der Datenbank ergaben. Der Nightstalker war Richard Ramirez, der bereits wegen Überfälle und Einbrüche polizeilich auffällig war. Auf allen Zeitungen wurde nun sein Gesicht gedruckt, in der Hoffnung, dass jemand den Täter erkennen würde
und wüsste, wo er sich aufhält. Doch von seiner neuen Berühmtheit bekam allerdings er nichts mit. Er bewegte sich weiter unbehelligt in Los Angeles und wurde letztlich am 30. August 1985 erkannt. Er floh vor der Polizei in einer spektakulären Verfolgungsjagd, konnte aber geschnappt werden. Im bis dato teuersten Prozess Kaliforniens wurde Richard Ramirez wegen 13-fachen Mordes, 5 Mordversuchen, 11 sexuellen Übergriffen und 14 Einbrüchen angeklagt. Hatte er vorher noch für Angst und Schrecken in der Bevölkerung gesorgt, war es während des Prozesses ein anderes Aufsehen, was Ramirez erregte. Der Gerichtssaal war voll mit Groupies, die ihn anhimmelten. Sie waren fasziniert von seinem Aussehen und seiner extravaganten Art während des Prozesses. Ein großer Medienrummel begleitete den Prozess auch an dem Tag, an dem er mit einem aufgemalten Pentagramm auf der Hand, ihr seht es hier, in die Kamera lächelte und das Gericht mit Heil Satan anschrie. Ein Auftritt, der in die Popkultur Einzug hielt. Auch als das Urteil der Todesstrafe gesprochen wurde, rastete Ramirez wieder aus und schrie die Jury an: Ich bin jenseits von Gut und Böse. Ich werde gerecht werden. Lucifer wohnt in uns allen. Das ist es. Im Todestakt bekam der Night Stalker weitere Briefe von seinen Verehrerinnen. Eine unter ihnen heiratete er sogar. Durch seine eingelegte Berufung, die wegen der umfangreichen Prozessunterlagen allerdings bei der Prüfung Jahre beanspruchte, verzögerte er immer weiter seinen Hinrichtungstermin. Am Ende war es Leberversagen, welches ihn im Jahr 2013 sterben ließ. Doch das Cecil Hotel schien nicht nur für Serienmörder attraktiv zu sein. Immer wieder ranken sich Gerüchte darum, dass einer der bekanntesten Cold Cases der USA auch etwas mit dem Hotel zu tun habe. Elizabeth Short, die nach ihrem Tod als Black Dahlia bekannt wurde, habe sich kurz vor ihrer grausamen Ermordung an der Hotelbar des Cecil Hotels aufgehalten. Eindeutig bestätigt konnte dies nie, doch Zeugen seien sich sicher gewesen, dass sie die schöne junge Frau im Cecil erkannt haben. Als aufstrebende Schauspielerin wollte Elizabeth Short berühmt werden. Traurige Bekanntheit erhielt sie allerdings erst nach dem Tod. Es war ein Mord, der zu einem der brutalsten und kulturell nachhaltigsten Verbrechen der amerikanischen Geschichte wurde. Am 15. Januar 1947 war eine Frau in einem Neubaugebiet in Los Angeles mit ihrer kleinen Tochter zu Fuß unterwegs. Sie hatte es eilig, als sie die Norton Avenue langging. Auf einer der Brachflächen, die erst noch bebaut werden sollten, sah sie etwas Ungewöhnliches. Eine helle Gestalt, die dort lag, im Gras. Sie dachte erst, dass es sich wahrscheinlich um eine Schaufensterpuppe handelte, die jemand irgendwie unliebsam entsorgt hatte. Und die Schaufensterpuppe war wahrscheinlich auch kaputt und in der Mitte durchtrennt. Als sie näher kam, musste sie allerdings etwas Schreckliches feststellen. Es handelte sich nicht um eine Schaufensterpuppe. Es war eine brutal zerteilte Frauenleiche. Ihr Körper war in der Mitte geteilt und ihre Mundwinkel waren eingeritzt bis zum Kiefer. An dieser Stelle werde ich die detaillierte Beschreibung auslassen. Ich beschränke mich nur auf das, was für den Fall wichtig ist, auch aus Respekt vor der Toten und weil ihr Zustand wirklich verstörend war. Der Anblick der toten Frau schockierte selbst die erfahrenen Ermittler. So wie die Leiche dort allerdings drapiert war, waren sie sich sicher, dass es eine bewusste zur Schaustellung der Toten war. In einem belebten Wohnbezirk nahe von Downtown LA musste es sicher sein, dass sie gefunden wird. Vielmehr noch, es war offensichtlich, dass viele Menschen sein Werk sahen. Er hatte sich der Toten nicht einfach nur entledigt. Der Täter hatte sie öffentlich zur Schau stellen wollen.
Die Obduktion der Frauenleiche ergab, dass sie am Vorabend des 15. Januars 1947 zwischen 20 und 24 Uhr durch Schläge auf den Kopf verstorben sein musste. Am Hals, den Handgelenken und Knöcheln fanden sie außerdem Fesselspuren. Außerdem musste der Täter ein Mensch mit medizinischen Kenntnissen gewesen sein. Ein Schnitt, mit dem der Körper der Toten außerdem zerteilt war, war in der damaligen Medizin ganz neu und wurde gerade erst an den Universitäten gelehrt. Der Täter konnte somit entweder nur ein Arzt, Chirurg oder ein Medizinstudent sein. Durch die Fingerabdrücke an der Leiche konnte der toten Frau schnell eine Identität gegeben werden, denn sie war polizeilich bereits bekannt. Sie wurde schon einmal im Jahr 1943 verhaftet. Es handelte sich um Elizabeth Short. Als die ersten Bilder der Toten an die Presse gingen, sahen sie das große Geschäft. Elizabeth Short war das echt gewordene Schönheitsideal der 1940er Jahre. Sie färbte ihre Haare pechschwarz und mit ihrer hellen Haut und den rot angemalten Lippen sah sie wie eine Puppe aus. Mit ihr als Opfer auf der Titelseite würden die Zeitungen das Geschäft ihres Lebens machen. Dafür schienen den Reportern alle Mittel recht zu sein. Vom Tod ihrer Tochter erfuhr Shorts Mutter nicht von der Polizei. Die Presse meldete sich bei ihr. Doch nicht, um ihr die traurige Nachricht zu überbringen, sondern sie erzählten ihrer Mutter, Elizabeth hätte einen Schönheitswettbewerb gewonnen, und sie fragten sie unzählige persönliche Dinge zu ihrer Tochter. Erst als ihre Sensationsgier gestillt war, sagten sie der Mutter beiläufig, dass es eine Lüge war und ihre Tochter in Wahrheit brutalst ermordet wurde. Um den Tod noch mehr Drama zu geben, gab die Presse ihr einen reißerischen Beinamen. Die Black Dahlia. Grund dafür war, dass Elizabeth Short ein halbes Jahr vorher den Film Blue Dahlia im Kino sah. Elizabeth Short wurde am 29. Juli 1924 in Boston, Massachusetts geboren. Ihr Vater baute Minigolfanlagen und die Familie lebte bis zur Weltwirtschaftskrise unter sehr guten Verhältnissen. 1930 wurde das verlassene Fahrzeug ihres Vaters gefunden. Von ihm selbst fehlte jede Spur. Und obwohl kein Abschiedsbrief hinterlassen wurde, gingen alle davon aus, dass der Vater unter den schwierigen finanziellen Verhältnissen Selbstmord begangen hatte. Und ab da musste die Mutter ihre 5 kleinen Kinder selbst versorgen. 10 Jahre später erhielt die Familie allerdings einen Brief vom totgeglaubten Vater. Er hatte sich abgeseilt und in Kalifornien ein neues Leben begonnen, ohne seine Familie und Kinder. Elizabeths Mutter wollte mit dem Mann nichts mehr zu tun haben, aber Elizabeth selbst war neugierig auf ihn. Im Alter von 19 Jahren zog sie nach Kalifornien zu ihrem Vater, aber nicht nur, um ihn kennenzulernen, sondern auch, um insgeheim von einer Karriere als Schauspielerin zu träumen und sie vielleicht zu verwirklichen. Doch die Beziehung zu ihrem Vater gestaltete sich schwierig. Anfang des Jahres 1943 begann Elizabeth Short für 8 Monate einen Job bei einer Poststelle des Armeelagers Camp Cook. Es sollte die längste Anstellung ihres kurzen Lebens sein. Als sie dort anfing, wurde sie als schüchternes, zurückhaltendes Mädchen beschrieben. Mit ihrer Zeit in der Armee erkannte sie ihre Wirkung auf Männer. Die Soldaten umgarnten sie und sie wurde zur Miss Camp Cook gewählt. Während dieser Zeit fiel sie auch polizeilich auf. Das war auch der Grund, weshalb die unbekannte Leiche überhaupt identifiziert werden konnte. Die damals noch minderjährige Elizabeth wurde bei einer Party von der Polizei aufgegriffen. In den Jahren danach führte Elizabeth Short ein turbulentes Leben. Sie tingelte zwischen Bars, Nachtclubs, Männern und Gelegenheitsjobs hin und her. Ein Mann schien sie aus dem Strudel zu befreien: Matt Gorton. Ihn wollte sie sogar heiraten, doch er fiel im Krieg.
Danach begann wieder Elizabeths unsteter Lebensstil. Mehr als 100 Verehrer musste die Polizei nach ihrem Tod befragen. Die Gerüchte, dass sie als Prostituierte arbeitete, bewahrheiteten sich allerdings nicht. Short litt an chronischer Geldknappheit. Wenn einer ihrer Lover ihr gerade nicht neue Kleidung, Schuhe oder Schmuck kaufte, hungerte sie lieber, als ungestylt und ohne die neuesten Kleider das Haus zu verlassen. Schließlich hatte sie immer noch einen großen Traum, und der war, endlich Hollywood-Schauspielerin zu werden. Im Dezember 1946 verließ Elizabeth Los Angeles. Warum sie das tat, weiß keiner, aber anscheinend verfolgte sie auch kein genaues Ziel. In San Diego angekommen, kam sie bei einer fremden Familie unter. Und die Frau dieser Familie arbeitete in einem Kino und dort fand sie die schlafende Elizabeth in einem der Kinosäle. Und sie hatte anscheinend mit der obdachlosen Elizabeth so viel Mitleid, dass sie sie mit zu sich nahm. Doch Elizabeth lebte in San Diego weiter ihr gewohntes Leben. Die Nächte schlug sie sich mit Bar- und Clubbesuchen um die Ohren, um Männer kennenzulernen. Und tagsüber faulenzte sie. Nachdem Elizabeth auch Weihnachten bei einer fremden Familie verbrachte, schmissen sie die junge Frau Anfang Januar 1947 aus ihrem Haus. Mit einem Anhalter fuhr sie am 9. Januar 1947 zurück nach Los Angeles, wo sie im Biltmore Hotel eine ihrer Schwestern treffen wollte. Der Anhalter war der erste von unzähligen Verdächtigen. Doch er hatte ein Alibi. Seit dem 9. Januar verlief sich die Spur von Elizabeth Short. Trotz des riesigen Medieninteresses konnte nie genau geklärt werden, wo und wann sich Elizabeth die Tage vor ihrem Tod aufhielt. Möglicherweise bei ihrem Mörder. Ein Hinweis darauf, dass sie festgehalten wurde, waren die Fesselabdrücke. Dagegen sprach allerdings, dass sehr viele Zeugenaussagen die Polizei erreichten, dass sie Elizabeth Short zwischen dem 9. und dem 14. Januar noch einmal gesehen haben. Darunter waren auch Zeugen, die Elizabeth Short noch am 14. Januar, kurz vor ihrem Tod, in der Hotelbar des Cecil Hotels gesehen haben. Für die Polizei gestaltete sich die Suche nach dem Mörder immer schwieriger. Elizabeth war ein Phantom. Immer wieder wurde sie gesehen, aber genaue Hinweise gab es keine, dafür umso mehr Verdächtige. Allein ihr Adressbuch umfasste unzählige Männer. Doch alle erzählten dasselbe. Sie hatten Elizabeth mal in einer Bar getroffen und als sie merkten, dass Elizabeth mehr an ihrem Geld als an ihrem Körper interessiert war, sahen sie die junge Frau nie wieder. Am Ende hatte die Polizei eine Liste von 25 Verdächtigen. Doch keinem konnten sie die Tat nachweisen. Währenddessen gab es aber unzählige Trittbrettfahrer, die sich mit dem brutalen Mord brüsteten. 60 Personen gestanden, Elizabeth Short getötet zu haben. Jeder von ihnen entpuppte sich als Lügner. Formal ist die Akte des Falls immer noch nicht geschlossen. An eine Aufklärung des Falls glaubt die Polizei heute nicht mehr. 2003 bekam der Fall der Black Dahlia allerdings neuen Wind. Der ehemalige LAPD-Detective Steve Hodel wüsste, wer Elizabeth Short umgebracht hat. Sein eigener Vater. Als er vom Tod seines Vaters George Hodel erfuhr, begann er seine Habseligkeiten durchzuschauen. Sein Sohn Steve und er hatten kein gutes Verhältnis. George Hodel war Arzt und hatte seine Familie verlassen, als Steve 9 Jahre alt war. In den Besitztümern seines Vaters fand er allerdings eine Sache, die ihn stutzig machte. Es war ein Fotoalbum, in dem 2 Fotos von jungen, schwarzhaarigen Frauen waren, die der Black Dahlia zum Verwechseln ähnlich sahen. Das weckte das Interesse von Steve Hodel und er begann wie besessen, mögliche Zusammenhänge seines Vaters mit dem Mord an Elizabeth Short zu sammeln. Zwar
konnte rekonstruiert werden, dass es sich bei den Bildern nicht um Elizabeth Short handelte. Aber der Spürsinn des ehemaligen Polizisten war geweckt. In seinem Buch Black Dahlia Evander, A Genius for Murder, trug er seine Verdachtsmomente zusammen. Jahrelang beschäftigte er sich mit den Zusammenhängen und er ist überzeugt, dass sein Vater George Hodel der Mörder ist. Um an die Informationen des Falls zu kommen, recherchierte er nicht nur in den Unterlagen seines Vaters und in Zeitungsartikeln, sondern er stellte auch einen Freedom of Information Act an das FBI. Also, das ermöglicht jedem Bürger, Informationen über Kriminelle zu erhalten. Mithilfe seiner gesammelten Unterlagen fasste er zusammen, dass sein eigener Vater der mutmaßliche Black Dahlia Mörder sei. Denn Verdachtsmomente dafür gibt es einige. Hier sind mal einige genannt. Also, Elizabeth Shorts Leiche wurde mit einer sogenannten Hemikorporektomie zerteilt. Das ist ein Schnitt, in dem die gesamte untere Körperhälfte vom Oberkörper getrennt werden kann. Medizinisch wurde dieser Schnitt das erste Mal 1960 an einem Menschen durchgeführt, doch er wurde schon viele Jahre zuvor im Medizinstudium gelernt. Steve konnte herausfinden, dass auch sein Vater 1930 im Medizinstudium diesen Schnitt lernte. Außerdem war die Polizei überzeugt, dass der Täter nicht weit vom Tatort entfernt leben würde. George Hodel und seine Familie lebten zum Tatzeitpunkt nur wenige Straßen entfernt. Eine Bekannte von Steves verstorbenem Vater identifizierte die Black Dahlia außerdem als eine Freundin von George Hodel. Und als Steve Hodel die Polizeiakten durchsuchte, stellte er etwas Unglaubliches fest. Sein Vater stand nämlich bereits auf der Liste der 25 Verdächtigen, aber es mangelte an Beweisen. In den Kreis der Verdächtigen rückte er, weil er kurz nach dem Mord an Elizabeth Short seine eigene Tochter vergewaltigt haben sollte, jedoch freigesprochen wurde. Das veranlasste das LAPD, Wanzen in George Hodels Haus zu verstecken. Bei der Abhörung fiel ihnen dabei ein Satz besonders auf. Eine Aussage. Nehmen wir mal an, ich hätte die Black Dahlia getötet. Sie könnten es jetzt nicht mehr beweisen. Sie könnten nicht mehr mit meiner Sekretärin sprechen, weil sie tot ist. George Hodels Sekretärin verstarb kurz vor dieser Aufnahme an einer Medikamentenüberdosis. Ob sie sich jetzt selbst umgebracht hat oder ob Hodel möglicherweise auch damit etwas zu tun gehabt hatte, das konnte nie abschließend geklärt werden. Und auch der Black Dahlia-Fall ist trotz der vielen Verdachtsmomente, die Steve Hodel in seiner jahrelangen Recherche veröffentlichte, immer noch ein Cold Case. Das LAPD hat Steves Arbeit weitgehend ignoriert. Seine hervorgebrachten Indizien seien keine Beweise und das LAPD hätte außerdem keine Zeit, jeden seiner Verdachtsmomente noch einmal zu prüfen. Für Steve Hodel ist das ein Riesenrückschlag und beweist, dass die Polizei bis heute versucht, den Mörder der Black Dahlia zu vertuschen. Schließlich hat er in seinem Buch auch angemerkt, wie tief die Freundschaft zwischen seinem Vater George Hodel und einigen hochrangigen LAPD-Beamten damals war. Das Hotel Cecil hat aber nicht nur Mörder angezogen und war vielleicht der letzte Aufenthaltsort der Black Dahlia. Für seine Mystifizierung ist vor allem eines verantwortlich. Das, was sich im Hotel abspielt. Bereits kurz nach der Eröffnung des Cecils ereigneten sich in den Hotelzimmern schreckliche Dinge. Allein in den 1930er Jahren wurden 6 Selbstmorde im Hotel begangen. Der früheste bekannte Selbstmord ereignete sich im Jahr 1931, als ein 46-jähriger Mann vergiftet in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Allein in den 1930er, ein Jahr später fand eine Hotelfachangestellte einen 25-jährigen Mann mit einer Schusswunde auf seinem Zimmer. Wahrscheinlich hatte er sie sich selbst zugefügt. Was ich jetzt übrigens einblende, sind nur Stock-Videos, also ist nichts aus dem Hotel.
Im Jahr 1934 wurde eine Frau mit aufgeschlitzter Kehle in ihrem Hotelzimmer tot aufgefunden. Sie hinterließ einen Zettel, durch den die Ermittler von Selbstmord ausgingen. Im Jahr 1937 fiel eine Frau aus dem 9. Stock des Cecil Hotels und sie verstarb wenige Tage später. Es konnte nie geklärt werden, ob es sich um einen Unfall oder einen Mord handelte. Und ein Jahr später tötete sich ein Feuerwehrmann mit einem Sprung aus dem Hotel selbst. Im Jahr 1939 vergiftete sich erneut ein Gast des Hotels. Im Jahr 1944 machte der erste Mord im Cecil Hotel nationale Schlagzeilen. Die 19-jährige Dorothy Parcell checkte mit ihrem 38-jährigen Freund im Hotel ein und in der Nacht bekam sie unglaubliche Bauchschmerzen, so dass sie auf die Toilette ging, um ihren schlafenden Freund auch nicht zu wecken. Und dort gebar sie, völlig unter Schock, einen Jungen. Sie wusste nicht, dass sie schwanger war. Aus Panik und wegen des Verdachts, dass sie gerade einen toten Säugling gebar, warf sie ihr Neugeborenes aus dem Fenster des Bades auf ein Dach des nebenliegenden Hauses. Doch ihr Sohn war nicht tot geboren. Sie hatte ihn gerade umgebracht. Purcell wurde wegen des Mordes angeklagt und drei unabhängige Psychiater attestierten ihr allerdings eine geistige Verwirrtheit, weshalb sie nicht als schuldfähig befunden wurde. In den darauffolgenden Jahren ereigneten sich abermals zahlreiche Suizide im Cecil Hotel. Sie sprangen aus den Fenstern oder vom Dach des monumentalen Gebäudes. Einer war dabei besonders mysteriös. Und zwar geschah das am 12. Oktober 1962. Dort fand ein Passant nachts vor dem Hotel Cecil zwei Tote. Sie lagen übereinander. Auf dem gesamten Gehweg hatte sich mittlerweile eine Menge Blut verteilt. Für die eintreffenden Ermittler schien es völlig unklar zu sein, wie beide Personen dort zu Tode gekommen sein sollten. Sicher war nur, dass der Mann und die Frau dort innerhalb von wenigen Sekunden starben. Niemand hatte etwas gesehen, dass sich die Tragödie mitten in der Nacht ereignet hatte. Handelte es sich also bei dem mysteriösen Doppeltod um einen Mord oder um einen gemeinsamen Suizid? Die Polizei konnte zunächst die tote Frau identifizieren. Es war die 27-jährige Pauline Otten, die gemeinsam mit einem Mann ein Zimmer bezog. Unklar blieb zunächst aber, ob es sich bei dem Mann um ihren Freund oder Ehemann handelte oder ob Pauline Otten eine Prostituierte aus dem Skid Row-Bezirk war, die vielleicht dort ihre Freier im Hotel Cecil besuchte. Doch der Mann, mit dem sie im Hotel gesehen wurde, war nicht der Mann, der ebenfalls nun auf der Straße tot lag. Im Hotelzimmer fanden sie neben dem geöffneten Fenster auch nur Hinweise darauf, dass sich eine Person darin aufgehalten haben musste. Bei der Befragung ihres Mannes bekamen Ermittler zumindest dahingehend Gewissheit. Pauline Otten und ihr Mann hatten sich im Hotelzimmer so heftig gestritten, dass er das Hotel ohne sie verließ und Pauline dort blieb. Aber könnte es vielleicht sein, dass Pauline Otten eine Affäre hatte und ihr Ehemann beide bei einem Streit aus dem Fenster stieß? Dagegen sprach allerdings der andere Tote. Auch er konnte mittlerweile ermittelt werden. Das war nämlich der 65-jährige George Giannini. Ein freundlicher und zuvorkommender Rentner. Niemand in seinem Umfeld konnte sich vorstellen, dass er eine Affäre mit einer nur halb so jungen Frau haben sollte. Auch die Obduktion der Leichen brachte zunächst mehr Fragen als Antworten. Während Pauline Otten mehrere Brüche und schwere Verletzungen hatte, starb George Giannini an einem Genickbruch. Bis auf diesen wies seine Leiche keine Verletzungen auf. Daraufhin schauten sich die Ermittler noch einmal die Bilder vom Tatort an. Und nun bemerkten sie zwei Auffälligkeiten an Giannini's Leiche. Erstens, er trug noch seine Schuhe. Und er hatte die Hände in den Hosentaschen. Es war also unmöglich, dass er so aus dem Hotelzimmer gesprungen ist oder vielleicht gestoßen wurde. Es gab also nur eine Möglichkeit. George Giannini musste sich unten auf der Straße befunden haben. Er ging,
ohne etwas zu ahnen, am Cecil Hotel vorbei, als Pauline Otten den Entschluss fasste, sich aus dem Fenster zu stürzen und ihr Körper auf Giannini stürzte. Bei dem heftigen Aufprall wurde sein Genick gebrochen und auch er verstarb noch vor Ort. Die Polizei von Los Angeles schaffte es zwar, diese mysteriöse Tragödie aufzuklären, doch nur 2 Jahre später standen sie bereits vor dem nächsten Rätsel. Wie hatte es sich im Cecil Hotel ereignet? Am 4. Juni 1964 entdeckten Hotelangestellte eine tote Frau auf ihrem Zimmer. Es handelte sich um die pensionierte Telefonistin Goldie Osgood. Sie war in der Gegend bekannt unter ihrem Spitznamen Pigeon Goldie, den sie ihrem Hobby zu verdanken hatte. Sie fütterte gerne Tauben im nahegelegenen Park. Niemand konnte sich vorstellen, dass jemand diese Frau etwas antun würde. Trotzdem übte der Täter äußerste Brutalität an der armen alten Frau aus. Sie wurde geschlagen, vergewaltigt und erstochen. Und kurz nach der Tat wurde ein junger Mann in der Nähe des Hotels festgenommen. Seine Kleidung war blutverschmiert, doch die Beweise gegen ihn reichten nicht aus. Und so ist der Mord an Pigeon Goldie bis heute ungeklärt. Ebenfalls nicht geklärt werden konnte ein Suizid im Jahr 1975. Eine junge Frau sprang aus dem 12. Stock des Cecils. 4 Tage vorher hatte sie unter dem Namen Allison Lowell eingecheckt. Dieser entpuppte sich allerdings als falsch. Bis heute wurde ihre wahre Identität nicht geklärt. Ähnlich verhielt es sich bei einem Tod im Jahr 1992. Ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann wurde in einer Gasse am Cecil Hotel gefunden und trotz intensiver Suche konnte seine Identität nie aufgedeckt werden. Und ebenso blieb es ein Rätsel, ob er freiwillig in den Tod stürzte oder rausgestürzt wurde. Im Jahr 2013 ereignete sich der wohl bekannteste Fall des Cecil Hotels. Es rankten sich vorher schon Mythen um das, was in den bedrohlich dunklen Fluren des Hotels vor sich ging. Doch am 19. Februar 2013 wurde das Hotel als Ort des Horrors international bekannt. Eliza Lam wurde tot im Cecil gefunden. Es ist bis heute der wohl mysteriöseste Todesfall weltweit. Eliza Lam war die Tochter vom Hongkong-Immigranten, die bereits vor ihrer Geburt im Jahr 1991 nach British Columbia unweit von Vancouver in Kanada zogen. Lam war in der Universität in Vancouver zwar registriert, aber zum Zeitpunkt ihrer Reise nicht mehr immatrikuliert. Sie wurde mit einer bipolaren Störung diagnostiziert. Unter einer bipolaren Störung versteht man eine schwer chronisch verlaufende psychische Erkrankung, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert ist. In den manischen Phasen haben die Betroffenen ein übersteigertes Hochgefühl, sind überaktiv, euphorisch und gereizt. Und auf diese Phasen folgen mehr oder weniger ausgeprägte Depressionen mit Antriebslosigkeit und gedrückten Gefühlen. Die Stimmungsschwankungen treten episodisch und unabhängig von der aktuellen Lebenssituation auf. Eliza nahm laut ihrer Schwester regelmäßig Medikamente, darunter ein Antidepressivum, ein Antiepileptika und ein Neuroleptika. Und trotz ihrer Erkrankung und der Einnahme schwerer Medikamente hätte Eliza Lam vor ihrer Reise keine Auffälligkeiten gezeigt. Es hatte nie Anzeichen von Selbstmordgefährdung gegeben. Auf ihrem Tumblr-Blog repostete sie Bilder und Zitate. Auch ihr Blog wurde nach ihrem Tod zum Mysterium, denn er wurde weitergeführt. Der letzte Post war im Dezember 2013. Die nach ihrem Tod geposteten Bilder fielen jetzt nicht aus dem Muster. Es waren wie die vorherigen Fashion-Fotos. Daher gehen viele davon aus, dass es die vorgeplanten Posts von Eliza Lam waren.
Andere wiederum meinten, dass ihr Konto gehackt wurde und sich jemand einen makabren Scherz erlaubt hatte. Die Theorien zu dem Blog reichen allerdings sogar so weit, dass ihr mutmaßlicher Mörder den Blog weiterführte, um den Ermittlern ein Zeichen zu geben, dass es kein natürlicher Tod oder ein Selbstmord war. Die 21-jährige Liza Lamb begab sich Anfang 2013 auf die Reise durch die Ostküste der USA. Sie war allein unterwegs. Sie reiste als Backpack-Touristin. Ihre Familie war unsicher, Liza ganz alleine auf die Reise zu lassen, doch sie war fest entschlossen und versprach ihren Eltern als Kompromiss, sich jeden Tag bei ihnen zu melden. Bis zum 31. Januar tat sie das auch. Ihr erster Stopp war San Diego. Dort veröffentlichte sie auf ihren Social-Media-Kanälen noch Bilder aus dem Zoo und am 26. Januar reiste sie weiter nach L.A., von wo sie wieder Richtung Norden nach Santa Cruz wollte. Dort checkte sie im Stay on Main Hotel ein. Das Hotel Cecil hatte mittlerweile diesen Namen angenommen, doch noch immer prangt in großen Buchstaben sein alter Name an der Hauswand des Hotels. Um Geld zu sparen, nahm Liza ein Mehrbettzimmer im 5. Stock, was sie sich mit anderen Leuten teilte. Doch nach 3 Tagen beschwerten sich die Gäste, mit denen sie sich ein Zimmer teilen musste. Liza Lamb hätte ein merkwürdiges Verhalten gezeigt, allerdings wurde das nie spezifiziert. Nach diesem Vorfall nahm sich Lamb ein Einzelzimmer im selben Stockwerk. Am 1. Februar sollte ihre geplante Abreise sein. Am 31. Januar 2013 war Liza Lamb in einer Buchhandlung. Im Gegensatz zu den anderen Gästen sagte die Buchhändlerin über Liza, dass sie sehr freundlich und kontaktfreudig war und sie kein merkwürdiges Verhalten aufzeigte. Kurz nach dem Einkauf in der Buchhandlung wurde Liza Lambs Handy gestohlen. Am 31. Januar hatte sie noch ein letztes Mal mit ihren Eltern telefoniert. Am 1. Februar sollte sie eigentlich abreisen und das war auch der letzte Tag, an dem sie vom Hotelpersonal lebend gesehen wurde. Nachdem ihre Eltern nichts mehr von ihrer Tochter gehört hatten und das für Liza ein untypisches Verhalten war, meldeten sie sich beim LAPD und sagten ihr, sie sei vermisst. Und sie reisten selbst nach Los Angeles, um ihre Tochter zu suchen. Die Polizei nahm das Verschwinden der jungen Studentin ernst. Sie durchsuchten umgehend das Hotelzimmer von Liza und ließen Fährtenhunde das Hotel und auch das Hoteldach absuchen. Doch in ihrem Zimmer fanden sie keine Hinweise auf ein Verbrechen oder eine Straftat, weshalb sie dem Beamten nicht gestattet war, dass das Hotel und alle Zimmer nach Liza durchsucht wurden. In den folgenden Tagen ließ die Polizei nichts unversucht, die junge Kanadierin zu finden. Sie verteilten Suchblätter mit dem Foto von Liza und am 7. Februar 2013 wandte sich das LAPD zudem an die Öffentlichkeit mit einer Presseerklärung. Doch trotz der so groß angelegten Suche fehlte von Liza weiterhin jede Spur. Deshalb entschloss sich die Polizei am 15. Februar 2013 zu einem weiteren Schritt. Sie gab der Presse zur Veröffentlichung das Videomaterial, welches Liza das letzte Mal lebend zeigte. Durch dieses Video wurde der Fall Liza Lamb nicht nur zu einem weiteren tragischen und mysteriösen Tod im Hotel Cecil. Er wurde zu einem Internetphänomen. Bis heute wurde das Originalvideo über 26 Millionen Mal angeschaut. Menschen verstört es, was sie auf diesem Video sehen. Gleichzeitig sind sie aber auch fasziniert und versuchen Antworten auf ihr merkwürdiges Verhalten zu bekommen. Unzählige diskutieren seitdem über das, was sie in dem Video sehen und wie sich Liza Lamb verhält. Man sieht in diesem Video, wie sich erst die Fahrstuhltür öffnet, Liza Lamb tritt ein, bückt sich zu den Knöpfen und bestätigt mehrere gleichzeitig. Danach stellt sie sich in eine Ecke des Aufzugs und bleibt stehen. Die Tür des Aufzugs bleibt aber offen. Die Tür ist, während Liza im Bild ist, die ganze Zeit geöffnet.
Eliza läuft dann wieder zur Tür des Aufzugs und schaut hektisch nach rechts und links. Mit einem breiten Schritt geht sie zurück in den Aufzug, stellt sich nah an die Wand, so als würde sie sich verstecken wollen. Danach geht sie wieder aus dem Aufzug, ist komplett raus und verschwindet kurz aus dem Bild. Danach geht sie wieder in den Aufzug und betätigt erneut mehrere Knöpfe gleichzeitig. Danach verlässt sie den Aufzug wieder. Ich gucke es nicht, keine Angst. Danach verlässt sie den Aufzug wieder und beginnt wild zu gestikulieren. Sie spreizt die Finger merkwürdig, sie verhält sich so, als würde sie mit jemandem wild argumentieren, doch es ist niemand zu sehen. Danach verschwindet Eliza erneut aus dem Bild. Der Überwachungskamera und die Fahrstuhltür schließt sich. Es gibt unzählige Theorien darüber, was mit Eliza in diesem bizarren Video los sei. Und tausende Menschen haben jeden Pixel an der verschwommenen Überwachungskamera inspiziert. Sie würde sich verstecken, weil sie Angst hat, sie steht unter Drogen, sie halluziniert oder auch, dass etwas Paranormales sie heimsuchen würde. Es gibt fast keine schaurige Theorie, die nicht im Internetforum diskutiert wird. Auch Experten für Körpersprache haben das Videomaterial gesichtet, widersprechen aber in ihren Analysen den Meinungen des Internets. Eliza Lam würde sich bewegen, als sei sie sexuell erregt, verspielt und aufgeregt, so ihre Auffassung. Sie wirkt spielerisch flirtend auf den Überwachungsvideos, so die Experten, und ihre merkwürdigen Bewegungen erklären sie mit dem erhöhten Serotoninausstoß, der sowohl beim Flirten als auch bei der Einnahme der Partydroge Ecstasy vorkommt. Daher würde sie auf viele so wirken, als stünde sie unter Drogen. Es gibt aber nicht nur Diskussionen darüber, was auf dem Überwachungsvideo zu sehen ist, sondern auch, was angeblich nicht zu sehen sei. Auch wenn die Polizei sich nie dazu äußerte, sind sich einige sicher, dass das Video manipuliert wurde. Laut Skeptikern soll fast eine Minute an Videomaterial fehlen, weshalb das Video verlangsamt und der Zeitstempel unkenntlich gemacht wurde. Gründe könnten dafür sein, dass andere Hotelgäste auf den Aufnahmen zu sehen waren, die von der Polizei geschützt werden sollten. Und wenn man dieser Theorie Glauben schenkt, könnte es nur sein, dass dort auf dem Video die Person gesehen wurde, mit der Eliza sprach. Und ihre Bewegungen nicht mehr so bizarr wirken würden. Doch auch nach der Veröffentlichung des Videos gab es keine Hinweise auf den Verbleib der jungen Studentin. Mitte Februar häuften sich im Cecil Hotel die Beschwerden, dass die Gäste sich ja über einen eigenartigen Geschmack und eine schwärzliche Verfärbung des Wassers und zu wenig Wasserdruck auf den Zimmern beschweren. Am 19. Februar 2013 überprüften die Hotelangestellten den Wassertank auf dem Dach des Cecil Hotels. In einem der drei Meter hohen Tanks, von dem man nur schwer allein die Klappe öffnen konnte und es im Inneren fast unmöglich war, die Klappe zu schließen, fanden sie Elizas nackte Leiche. Im Autopsiebericht wurden keine Blutrückstände von Drogen oder Alkohol gefunden. Lediglich eines ihrer drei Medikamente hätte sie vor ihrem Tod genommen. Sie hatte keine weiteren Verletzungen und eine Fremdeinwirkung auf ihren Körper wurde nicht festgestellt. Laut Gerichtsmedizin war ihr Tod ein Unfall. Sie kletterte in den Wassertank und ertrank. Die Akte wurde von der Polizei geschlossen. Doch damit hörten die Spekulationen im Internet nicht auf. Sie begannen erst und bis heute versuchen Menschen, diesen rätselhaften Tod zu klären. Grund für die Mystifizierung des Falls war nicht nur das Fahrstuhlvideo und ihr Aufenthalt im geheimnisvollen Hotel Cecil. Während ihres Aufenthalts in L.A. wurde im obdachlosen Stadtteil Skid Row, der an das Hotel angrenzte, ein Tuberkulosetest gemacht. Er trug den Namen Lam Eliza. War Eliza Lam also ein Testobjekt für den Tuberkulose-Test?
Bei ihrer Obduktion wurde allerdings nicht festgestellt, dass die junge Kanadierin an Tuberkulose erkrankt war. Einige unterstellten der Polizei, dass sie durch Eliza Lam psychische Vorerkrankungen zu schnell zu dem Schluss kamen, dass sie unter einer manischen Phase litt. Unter diesen Umständen der Unfall oder sogar Selbstmord sich ereignete. Auch Elizas Eltern rückten in die Kritik. Sie hatten zu ihrer Lebzeit versucht, die psychischen Probleme ihrer Tochter zu vertuschen. Auch äußerten sie sich bei der Suche nie zu Eliza und ihrer Erkrankung. Nach ihrem Tod hätten sie dem LAPD zu wenig Druck gemacht, weitere Untersuchungen durchzuführen. Aus Angst, dass mehr über die psychische Krankheit ihrer Tochter in den öffentlichen Mittelpunkt rückt. Das gerichtsmedizinische Gutachten sahen außerdem viele in Bezug auf einen sexuellen Übergriff als beunruhigend vage formuliert. Er enthielt Hinweise auf einen möglichen sexuellen Übergriff, der dann wiederum im Gutachten nicht weiter konkretisiert wurde. So wurde beispielsweise erwähnt, dass ihre Fingernägel auf eine mögliche Vergewaltigung untersucht werden sollten. Ein Ergebnis dieser Untersuchung wurde allerdings nicht festgehalten. Am 15. Juni 2013 wurde im gerichtsmedizinischen Gutachten als Todesursache außerdem Unfall angekreuzt. Und 3 Tage später wurde das Kreuz bei nicht bestimmbar gesetzt und Fehler neben der ersten Annahme geschrieben. Einen möglichen sexuellen Übergriff sahen viele auch darin bestätigt, dass zur Zeit, als Eliza Lam im Cecil nächtigte, ebenfalls ein registrierter Sexualstraftäter lebte. Manche gehen davon aus, dass Eliza Selbstmord beging. Das Hotelpersonal sagte bei dem Fund aus, dass man nur durch eine Schlüsselkarte auf das Dach gelangen würde und zudem ein Alarm sowohl an der Tür des Dachs als auch am Wassertank ertönen würde. Also wenn man sich ungewollten Zutritt verschaffen wollte. Allerdings wurde festgestellt, dass man über die Feuerleiter, die an der Vorderseite des Ziesels ist, ohne Alarm auf das Dach kommt. Erst 2009 bekam diese Theorie nochmal Aufschwung, als sich eine mittlerweile pensionierte Ermittlerin in einem Interview äußerte, dass Spürhunde an einer Feuerleiter ihre Fährte aufgenommen hätten und sie danach verloren. Doch die Theorien um Eliza Lams Tod gehen noch viel weiter. Das Cecil war schon immer eine Anlaufstelle für Serienmörder. Wurde sie vielleicht Opfer eines Serienmörders, den die Öffentlichkeit bis heute nicht einmal kennt? Oder hat ein Hotelangestellter sie ermordet? Beweise dafür, dass sie getötet wurde, gab es keine. Doch es gab auch keine Beweise dagegen. Verschwörungstheoretiker gehen bei der Annahme einer Ermordung allerdings noch viel weiter. Sie schließen nicht aus, dass Eliza Lam von der Regierung getötet wurde. Angeblich hätte sich Eliza an ihren Social-Media-Accounts für ein Unsichtbarkeitstarnobjekt vom Pentagon interessiert, woran die US- und südkoreanische Regierung arbeitete. Einige spekulieren darüber, dass Eliza Lam sich zu sehr für das Projekt interessiert habe, sodass sie von der Regierung ausgeschaltet werden musste. Bestätigungen sahen sich auch im Verhalten der LAPDs. Sie gaben sich nach dem Fund der Leiche sehr bedeckt mit Informationen. Einige Verschwörungstheoretiker sind sogar der Annahme, dass Eliza Lam nie existiert habe. Ihr mysteriöses Verschwinden sei nur eine Ablenkung von der Regierung gewesen, um von den Tuberkulose-Tests im Bezirk Skid Row abzulenken. Verfechter der Geistertheorie behaupten, dass Eliza Lam mit den vielen Seelen der Ermordeten und Toten im Hotel Cecil kommuniziert habe und sie schlussendlich Opfer wurde. Mit dem Tod von Eliza Lam wurde auch immer wieder ein koreanisches Aufzugsspiel in Verbindung gebracht, das zumindest das wahllose Drücken der Tasten im Fahrstuhl erklären würde. Für das Spiel muss man sich in einem mindestens 10-stöckigen Gebäude befinden und immer wieder abwechselnd in den einzelnen Etagen fahren, um am Schluss in eine Paralleldimension zu reisen. Im 5. Stock würde jedoch eine Frau in den Aufzug steigen, mit der man nicht sprechen dürfe, da sie einen sonst tötet. Manche meinen, Eliza hätte vielleicht mit der Frau gesprochen. Das ist übrigens auch ein bekanntes Creepypasta-Ritual. Wollte ich nur mal erzählen.
Der Tod von Eliza Lam beschäftigt bis heute das Internet. Es ist eines der größten Rätsel des Cecil Hotels. Ob es jemals gelöst wird, ist fraglich. Auch nach ihrem Tod reißen die Mythen um das Cecil nicht ab. Im Jahr 2015 verstarb ein 28-Jähriger unter mysteriösen Umständen. Er wurde tot vor dem Cecil gefunden. Es wird vermutet, dass er Selbstmord beging, doch bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung konnte keine genaue Todesursache ermittelt werden. Im Jahr 2014 soll es sogar zu einer paranormalen Sichtung gekommen sein. Ein Junge hielt eine geisterhafte Erscheinung am Fenster des Cecil Hotels mit seiner Kamera fest. Die Medien stürzten sich auf diese Aufnahme. Sollte es nach den vielen Toten nun auch Geister im Hotel geben? Mittlerweile ist es zum richtigen Trend geworden unter Horrorfans, im Cecil eine Nacht zu verbringen und auf Spurensuche zu gehen. Und solange das Hotel Cecil noch geöffnet hat, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich weitere mysteriöse Tode im Hotel Cecil ereignen.